So, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Let's Play Breath of Fire 2 für den heutigen Sonntag. Letztes Mal sind wir hier weiter runtergegangen. Was ist das denn hier? Ist das so eine Art Erinnerungsraum oder was? Was ist denn hier los? Ja, okay, euch will ich nicht begeben. Oh Mann, ey, ewig diese... Boah. Das hätten die ruhig ändern können, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier fliehen kann. Das ist ja wirklich verdammt niedrig hier, die Wahrscheinlichkeit. Quasi fast nur im Erzschlag. Oh, jetzt klauen wir uns auch noch AP. Was herrlich. Boah, und dann auch noch... Das ist doch nicht normal, sowas, ey. Das ist doch echt zum Mäusemelken mit solchen Gegnern. Ich hasse die. Ich hasse diese Gegner wie die Pest. Ich hasse die, ehrlich. Mein Gott, ey. Hätten sie denn nicht irgendwie bei Rand die Punkte klauen können? Weil jetzt, da ich Bo dabei habe, ist das kein Problem. Auch dem Held haben sie jetzt auch noch welche geklaut. Das ist doch nicht normal. Mann. Ey, so viele Sachen schon direkt zum Aufregen im letzten Video von heute. Boah, da würde mich schon fast dazu bringen, heute noch ein Video zu machen und dann, nochmal zu zeigen, hallo, so geht das nicht. Boah, ey. Oh, wieder der Finger des Todes wieder hier. Boah, sind das scheiß Viecher, ehrlich, ey. Können die noch was anderes? Können die noch irgendwas anderes? Ist doch nicht normal, sowas hier, ehrlich. Mann! Hau die bloß jetzt weg, diese scheiß Seele da. Jawohl. Zum Glück habe ich genug Heilgegenstände gekauft. Boah. Jetzt nur noch den Opa hier mit seinem bösen Finger des Todes, den er uns die ganze Zeit in die Nase stecken will. Mann, ey. Die machen mich schon richtig aggressiv, diese Gegner hier. Mann, ey. Dachte ich, kann ich in Ruhe hier live weitergehen und dann so, ey. Lecco mio. So. Jetzt ist erstmal heilen angesagt hier. Erstmal die Weisheitsfrüchte, die ich noch habe. Ich habe ja noch 18. So. Jetzt müssen wir nochmal die HP aufheilen hier. Das ist nicht normal, ey. So, gehen wir mal hier hoch. Oh, ohne. Okay, erst stopp. Ich glaube, wir können wegrennen. Ja, gut. So. Gehen wir mal hier hoch. Ah, das ist dieser Manson-Typ. Oh! Ihr habt uns gefunden! Ihr seht nicht aus wie Diebe. Habt ihr irgendwas gegen St. Eva? Warum geht ihr jetzt zurück? Oh! Habe ich euch etwa dazu gebracht, euch schlecht zu fühlen? Habt ihr... Wie... Was habe ich getan? Ich habe da nur die Gläubigen immer zur großen Kirche geschickt. Das war alles. Ist da etwas faul dran? Oh. Ja. Alle Gläubiger wollten zur großen Kirche, also habe ich sie mitgenommen. Alle Herzen wurden zerrissen. Die Seele eines Durchschnittsmenschen konnte nicht mit den stärken Kräften von St. Eva kämpfen. Was? Oh, die Träne ist sofort schwarz geworden. Was ist denn jetzt los? Was macht der denn da? Hä? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Habt ihr die Leute im Gefängnis gesehen? Die werden auch zur großen Kirche geschickt. Ach ja, die haben mir irgendwas gesagt. Wenn ihr sie so einsperrt, werden sie vielleicht möglicherweise St. Eva anbeten, als wären sie verrückt. Starke Gebete geben unserem Gott unglaubliche Kräfte. Was ist das für ein Penner? Hä? Was denn da jetzt? Hä? Schickt er jetzt Gefolgsleute vor? Zombies. Also die heißen jetzt wirklich Zombies, aber ich weiß nicht, wie stark die sind. Gut, Untote. Untote. Jetzt muss der Engelzauber auch mal klappen hier. Und wir machen weiter. Jetzt kommt der Engelzauber. Mal gucken, ob er was bringt. Ich will's hoffen. Null. Ey, wofür gibt's diesen Zauber? Ist der zur Belustigung oder was? Ey, jetzt klauen die mir wieder AP. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Seit wann können Zombies AP klauen? Ja, HP klauen ist ja noch okay. Aber AP klauen? Hallo? Ist denn...
normal so mal, ey. So. Punkte haben wir ja. Ist ja nicht normal so was, ey. Alles drauf, was wir haben. Das ist ja echt nicht normal, ey. Wann habe ich, kann ich denn mal diesen Engelszauber endlich benutzen? Kann mir das einer mal sagen? Aha, ein Zombie schon beseitigt. Oh, wieder MP-Clown. Ja gut, Bo-MP-Clown ist verschmerzbar. Aber doch nicht im Held ewig. Ach, ey. Da sind schon 40 HP, die ich dem wieder gleich zugeben muss. Dumme Viech. Mann. Bom. Schlag. Schlagrand. Schlag zu. Das mache ich aber erst nach dem Kampf. Da gebe ich dem erst die MP. Was? Ey. Ja, HP-Clown. HP-Clown mach. HP-Clown mach so oft, wie du willst. Aber keine MP mehr. Oder AP. Jawohl. Jetzt greift den anderen Zombie an. Jetzt ist der fällig. Jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Schlag bloß zu. Jawohl, Rand. Super. Jetzt gebt ihm mal eine Abreibung hier. Bounce! Ja, jetzt will der HP klauen. HP klaust du noch oft. Boom. Noch ein. Bounce! 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 Jawohl, weg. Ah ja, Punkte und Münzen gekriegt, bekommen. Und jetzt? Vielen Dank euch allen. Danke, dass ihr sie umgebracht habt. Die Seelen der Toten gehen direkt zu Evas Gott. Und die bekommen die Stärke, und sie werden zu der Stärke des Gottes. Als nächstes werden wir eure Seelen nehmen. Oh, was? Hast du echt vor, mich jetzt zu besiegen, du doofes Viech? Da glaubst du doch wohl selber nicht. So, erstmal fällt es mir schwer, aber ich muss dem Helden ein paar MP zurückgeben, denn die wurden mir geklaut. Nina, versuch jetzt mal den Engelszauber, vielleicht bringt er jetzt mal was. Und Bo, du schießt erstmal auf den Necromancer hier. Und jetzt, bringt der was? Boah, wieder null. Wofür ist dieser Zauber? Tot? Nein. Oh, ich wollte schon sagen, der trifft mich, ey. Gut. Bo greift an. Ja, bringt natürlich sehr viel, der Schaden, den er macht. Oh Mann. Der Kampf wird hart. Der wird verdammt hart, der Kampf. So, 20 MP. Nochmal 20 MP. Jetzt ist der Held mit vollen MP vertreten und deswegen können wir jetzt auch einen Drachen auf das Vieh zaubern. Nina, Hale, Bo. Oh nee, Nina heilt. Nina heilt, das ist jetzt viel wichtiger. Und Bo, du machst Death Up X. So. Diese Runde zeige ich noch. Oh, er greift an. Ja, 81 Schadenspunkte, das ist, naja, nicht der Rede wert. Sag ich mal. Aufgrund der Tatsache, dass ich ja genug Heilgegenstände habe. Und jetzt kommt der Feuerdrache. So, jetzt kriegst du erstmal den Drachen in your face. So, erstmal 512 Punkte abziehen. Erdbeben kriegst du auch noch. Baum. 102, perfekt. Ja, ich werde noch ein Video hintersetzen, denn diesen Kampf lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich mache trotzdem hier, genau an dieser Stelle mache ich einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Breath of Fire 2. Sprach der Raven halt nimmer mehr.